Ö1 Podcast. Ö1 Journal Panorama. Guten Abend. Die Energiewende ist überall auf der Welt im Gange. Kolumbien setzt dabei vor allem auf die Produktion von grünem Wasserstoff. Das Land will zum größten lateinamerikanischen Exporteur von Wasserstoff werden. Auch Europa soll also von dem umweltfreundlichen Brennstoff aus Kolumbien profitieren. Für dessen energieaufwendige Produktion muss nun die Solar- und Windkraft im Land ausgebaut werden. Diese soll Steinkohle und Erdöl ersetzen. Eine der Schwerpunktregionen zur Herstellung von erneuerbarer Energie soll die in der Karibik gelegene Halbinsel La Guajira werden. In der vorwiegend von Indigenen bewohnten Region sollen in den nächsten 10 Jahren über 50 Windparks entstehen, so die ehrgeizigen Pläne der linken Regierung von Präsident Gustavo Petro. Doch die Bevölkerung ist skeptisch und wehrt sich. Aus Kolumbien berichtet Fabian Krieger. In einer Garage in der Großstadt Medellin verbirgt sich ein Teil der Zukunft Kolumbiens. Den Schlüssel hat Alejandro Rendon, Geschäftsführer der Firma OPEX, die Anwendungen im Wasserstoffbereich entwickelt und das erste Wasserstoffauto nach Kolumbien importiert hat. Rendon öffnet die Kühlerhaube des Autos. Das ist eine Brennstoffzelle. Hier entsteht die Magie. Sie wird mit Wasserstoff gespeist, entzieht der Luft Sauerstoff und produziert Energie und Wasser. Doch aktuell hat das Wasserstoffauto noch keine Zulassung. Überhaupt hat es eher Vorführcharakter. Beim Probesitzen erklärt ein Video, wie der Motor mit Wasserstoff angetrieben wird. Das ist ziemlich didaktisch gemacht. Es erklärt dir alles. Wo der Wasserstoff gespeichert wird und wie er zur Brennstoffzelle kommt. Zukunftsmusik, denn dass in Kolumbien Autos, die mit 100% Wasserstoff betrieben werden, in großer Menge auf die Straße kommen, ist unwahrscheinlich. Der Kraftstoff ist zu teuer und es gibt viel zu wenig Infrastruktur. OPEX setzt stattdessen auf etwas anderes. Am ehesten sehen wir einen Markt für einen hybriden Kraftstoff aus Wasserstoff und Diesel. Dafür gibt es Interesse bei Speditionsfirmen für Ferntransporte. Wir haben nun einen ersten Auftrag, um etwa 50 Lkw zu versorgen. Loslegen will OPEX im April und dann auch eigenen grünen Wasserstoff herstellen. Dieser wird mit einem Elektrolyseur gewonnen, eine Anlage, in der Wassermoleküle mit Hilfe von Strom in seine beiden Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff aufgespaltet wird. Wenn der dafür notwendige Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, spricht man von grünem Wasserstoff. OPEX möchte für seinen Elektrolyseur die Energie aus einem nahegelegenen Wasserkraftwerk nutzen. Das Startup OPEX ist auch eines der Lieblingsprojekte von Monika Gasca. Gasca ist Direktorin der Association Hidrógeno Colombia und damit so etwas wie die oberste Wasserstofflobbyistin in Kolumbien. Ich sehe 3 Hauptabsatzmöglichkeiten für Wasserstoff. In Kolumbien als Kraftstoff in der Transportbranche, die Düngerproduktion und der Export von Wasserstoff ins Ausland. Es gibt sehr viele auf den Export ausgerichtete Projekte, weil es eine so große internationale Nachfrage nach dem emissionsarmen Wasserstoff aus Kolumbien gibt. In Gascas Verband sind diverse internationale Konzerne, wie zum Beispiel Siemens, Mitglied. Kolumbien lockt ausländische Investitionen in die Energiewende mit Steuererleichterungen. Überhaupt ist Kolumbiens Weg zur Wasserstoffexportnation stark von europäischen Interessen begleitet. Deutschland schloss eine Energiepartnerschaft mit Kolumbien ab, die einen gemeinsamen Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur beinhaltet. In Holland hat der Rotterdamer Hafen Interesse an einer Kooperation mit Kolumbien. Dort soll der Wasserstoff, umgewandelt in Ammoniak, in Tankschiffen in Europa ankommen. Grüner Wasserstoff kann bei besonders energieintensiven industriellen Prozessen wie der Stahlproduktion eine emissionsfreie Alternative sein. Auch in der Chemieindustrie kann er eine Schlüsselrolle einnehmen und zum Beispiel bei der Herstellung von Dünger, Arzneimitteln oder Putzmitteln die Emissionen senken. Auch als Kraftstoff für Fahrzeuge ist er einsetzbar.
Grüner Wasserstoff ist ein entscheidender Hebel, um die europäischen Industrienationen zu dekarbonisieren. Für die Deckung ihres enormen Wasserstoffbedarfs sind diese Länder auf Importe angewiesen. Kolumbien wiederum sieht im Wasserstoff seine Chance, von der Abhängigkeit von Öl- und Kohleexporten wegzukommen. Allein die Einnahmen aus dem Ölgeschäft machen 13% der gesamten Einnahmen des klammen kolumbianischen Staats aus. Statt schmutziger fossiler Rohstoffe will Kolumbien nun Wasserstoff exportieren. Doch seine massenhafte Produktion hat zwei große Schwachstellen. Da ist zum einen der große Wasserverbrauch in einem Land, das jetzt schon in Trockenphasen unter Dürren leidet. Zum anderen benötigt die industrielle Produktion von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse riesige Mengen an Wind- und Solarenergie. Bisher machen die gerade einmal 0,6% der kolumbianischen Energieerzeugung aus. Ändern soll sich das vor allem dank einer Halbinsel im äußersten Nordosten des Landes, La Guajira. Weltweit gibt es wenige Orte mit solch starken Winden. La Guajira war bisher vor allem vom Kohleabbau geprägt und litt unter der Umweltverschmutzung und massiver Vertreibung von Indigenen für die Kohlemine. Doch nun soll mit der Windkraft und dem Wasserstoff alles anders werden, verspricht der Präsident Gustavo Petro, der die erste linke, ökologisch orientierte Regierung in der Geschichte Kolumbiens anführt. El carbón es un mal recuerdo en La Guajira. Miles de niños han muerto. Mit der Kohle machten wir eine schlechte Erfahrung in La Guajira. Tausende Kinder sind an Durst gestorben, während aus der Region Kohle im Wert von Milliarden von Dollar exportiert wird. Wir wollten nicht, dass mit den grünen Energien das Gleiche geschieht, sondern dass dieses Mal die Gemeinden Einkünfte aus der Energieproduktion haben und es ein soziales Gleichgewicht gibt. Kann die neue Regierung ihr Versprechen mit dem Wasserstoff halten? La Guajira ist der Ort, an dem sich das zeigen wird. Auf dem Weg an die Küste La Guajiras, ein Jeep kämpft sich durch die Wüste. Es ist die Region mit der größten Dichte an indigenen Reservaten in Kolumbien. Hier leben die Wayu. Auf dem Weg zu den Stränden kreuzen Touristen und Touristinnen mit ihren Jeeps ein Reservat. Immer wieder versuchen Kinder, die Jeeps der Touristen zum Stehen zu bringen, um sie um etwas Essen zu bitten. Wenn es nicht gelingt, rennen sie den Autos hinterher. Die Touristinnen und Touristen werfen dann Keks oder kleine Wasserflaschen aus dem Fenster, die die Kinder im Sand aufsammeln. Die Wayu waren nicht immer arm. Früher betrieben sie florierenden Handel mit den Karibikstaaten. Dann hat der kolumbianische Staat ihnen erst den Hafen genommen. Später dann hat die Kohlemine Cerrejón der trockenen Region die letzten Wasserreserven geraubt. Die Klimakrise sorgt seit Jahren für eine anhaltende Dürre in der Grenzregion zu Venezuela. Dazu kommt der Einbruch der venezolanischen Wirtschaft. Jetzt kommt die Windkraft. In den nächsten 10 Jahren sollen hier insgesamt 57 Windparks mit etwa 2600 Windrädern an Land und im Meer entstehen. Einer davon in Sichtweite des Hauses von Joaquín Biscovice. Der Fischer trägt ein graues Polohemd und einen Strohhut gegen die pralle Sonne. Wirklich einbezogen in das Windparkprojekt fühlt er sich nicht, wie er in seiner Sprache auf Bayunaiki erzählt. Die kommen hier zu uns mit Leuten aus Europa oder den USA und sagen, hier, es gibt schon einen Vertrag, ihr müsst nur noch unterschreiben. Keiner fragt nach uns Autoritätspersonen, um uns zu erklären, was genau da auf uns zukommt. Joaquín Biscovice macht sich Sorgen, dass ihm der Offshore-Windpark Raum zum Fischen nimmt. Obwohl die Guajira seit Jahrzehnten europäische Haushalte mit billiger Steinkohle versorgt, hat Joaquín Biscovice kaum Zugang zu Strom und auch kein fließendes Wasser. Dass sich das nun mit der Windenergie ändert, wie es die Firmen versprechen, glaubt er nicht. Im Gegenteil, viele Fischer machen sich Sorgen, dass ihr traditionelles Leben durch die Windparks noch schwieriger wird. Ich bin Alexander Iguaran aus dem Dorf Bahía Honda in La Guajira. Ich bin Apalanchi, das heißt in unserer Sprache Mensch vom Meer, also Fischer. Alexander Iguaran wehrt sich als einer der Vertreter seiner Gemeinde gegen Windparks im Meer und am Land.
Sie kommen und sagen, wir werden hier, wo dein Haus steht, jetzt eine Windkraftanlage bauen. Und deswegen müssen wir dich umsiedeln. Das sind oft Häuser, in denen schon die Großmutter oder Urgroßeltern gewohnt haben, in ihrer Gemeinschaft. Auf einmal verändert sich dann der gesamte Lebensstil, der über Generationen aufgebaut wurde. Und oft geht es um Familien, die ein besonderes Verhältnis zur Natur, zu ihrer Umwelt haben. Die Wayuu leben neben der Fischerei von der Ziegenhaltung. Die Windparks verringern die verfügbare Weidefläche. Eine weitere wichtige Einkommensquelle ist der Tourismus an den beinahe unberührten Stränden, vor die nun hunderte Offshore-Windräder gebaut werden sollen. Bleibt also die Frage, wenn die traditionelle Wirtschaft der Wayuu beeinträchtigt wird, wie profitieren die Wayuu im Gegenzug von den Windparks? Darüber verhandeln die verschiedenen Betreiberfirmen, großteils internationale Konzerne, mit den betroffenen Gemeinden. Die meisten Firmen bieten Schadenersatzzahlungen sowie einige Maßnahmen wie den Bau eines Gemeinschaftszentrums oder die Lieferung von Wassertanks mit Lastwagen. Einige bieten auch geringe Gewinnbeteiligungen an. Diego Padron managt die Firma Chemeiwa Kai, die 5 Windparks in der Guajira plant. Sie hat den Ruf, eine der Firmen zu sein, die stärker auf die Bedürfnisse der lokalen Wayuu-Familien eingeht. Die Windkraft sei die Lösung für die Probleme der Guajira, meint Diego Patron. Wir stehen in La Guajira vor immensen sozialen Problemen, die wir nur lösen können, wenn wir das Potenzial der Region richtig aktivieren. Einer, der die Verhandlungen zwischen den indigenen Gemeinschaften und den Konzernen beobachtet, ist der Anthropologe Wild Lagera. Er ist Professor an der Universidad del Atlántico und selbst Wayuu. Las consultas eran más bien talleres informativos. Die Gespräche waren eher einseitige Vorträge und keine Dialoge. Die Firmen sehen die Wayuu nicht wirklich als wirtschaftliche Akteure an. Nur sich selbst, aber nicht die Wayuu. Die sind für sie eher Almosenempfänger, denen man mal eine Schule baut oder einen Wasserbrunnen. Was sie nicht sehen, ist, dass sie zwar Technik und Kapital haben, aber die Wayuu-Gemeinschaften haben das Land. Also müssten sie eigentlich gleichberechtigt sein, oder? Der Windparkbetreiber Diego Patron widerspricht, eine Gewinnbeteiligung von 50-50 sei nicht fair. Was die Gemeinden schon anerkennen sollten, ist das Risiko, das die Firmen eingehen. Die Firmen tragen das gesamte operative Risiko, zum Beispiel bei der Entwicklung des Absatzmarktes oder der Finanzierung des Projekts. Trotzdem beteuert er, dass der Dialog auf Augenhöhe stattfindet. Das sind keine Gespräche zwischen David und Goliath. Daran hätten wir auch überhaupt kein Interesse. Wir wollen einen Dialog auf Augenhöhe, bei dem es darum geht, die bestmöglichen Vorteile für die Gemeinden herauszuholen. Doch was der Fischer Alexander Iguaran aus seiner Gemeinde berichtet, lässt Zweifel daran aufkommen, ob ein Gespräch auf Augenhöhe überhaupt möglich ist. Tenemos una ancestral y una tradicional. In unserer Gemeinschaft haben wir 2 sogenannte Autoritätspersonen, die schon sehr alt sind und nicht genug Geld haben, um sich mit den nötigen Medikamenten zu versorgen. Sie sind aber auf die Medikamente angewiesen und haben sich an die Firma gewendet, damit sie sie dabei unterstützt. Aber solche Gefallen sind nicht gratis. Im Gegenzug erwartet die Firma dann die Zustimmung zum Bau des Windparks. Zurück beim Fischer Joaquin Biscupice in seinem Haus am Strand. Er sagt, selbst bei einer stärkeren finanziellen Beteiligung sei es keine Verbesserung für ihn und die anderen Familien. Unsere Fischerei ist eine funktionierende Kette. Vom Fischen leben auch die, die den Fisch weiterverarbeiten und transportieren. Wenn Sie mir jetzt 10 Milliarden Pesos Schadenersatz geben, dann ist das irgendwann ausgegeben und weg. Aber der Fisch geht nie aus. Doch beim Konflikt zwischen den Wayuu, dem kolumbianischen Staat, und den multinationalen Konzernen geht es nicht nur um verschiedene Vorstellungen von Wirtschaft. Es geht um unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt und den Respekt vor heiligen Orten der Wayuu. Joaquin Biscupice zeigt den Strand entlang, an dessen Ende einige Hügel am Horizont auftauchen. Da drüben, das ist Chipira, der Ort, an dem die Seelen ruhen. Das ist sozusagen sowas wie der Himmel, das Paradies für die Wayuu.
Dass ausgerechnet hier, rund um Chepira, Windräder aufgestellt werden sollen, hat viele Wayu vor den Kopf gestoßen. Für die Wayu gibt es eigentlich nicht den Wind, es gibt verschiedene Winde, erklärt der Anthropologe Wildler Gera. Cada viento es como una persona. Jeder Wind hat eine Persönlichkeit, eine Richtung, einen Weg, einen Charakter. Winde können freundlich, feindlich, trügerisch oder sogar schelmisch sein. Die Frage, die mir die älteren Wayu stellen, ist nicht, wie viel werde ich verdienen, sondern welchen Einfluss haben die Windräder auf die Wege der Winde? Eine andere Sorge ist, dass der Lärm der Windräder den Schlaf und die Träume beeinflusst. Träume haben für die Wayu eine zentrale Bedeutung für die spirituelle Verbindung zur Erde. Auch auf anderen Ebenen passen die Konzepte der Wayu mit denen der Firmen nicht zusammen. Bei den Wayu sind nicht diejenigen die Landbesitzer, die dort aktuell leben, sondern diejenigen, die dort ihre Vorfahren auf den Friedhöfen begraben haben. In vielen Fällen verhandelten die Firmen quasi mit den falschen Eigentümern. Um zerstrittene Familien zu versöhnen, haben die Wayu ein eigenes Schlichtungssystem. Eine zentrale Rolle kommt den Palabreros, den Vermittlern, zu. Ein solcher ist Enrique Cohen. Er macht sich wegen der aktuellen Konflikte große Sorgen. Es gab sogar Tote in den Familien wegen der Frage, wer mit den Firmen verhandelt und wer nicht. Neffen, die ihre eigenen Onkel bedrohen oder von ihrem Land vertreiben. Die Windkraft ist ein störendes Element. Früher hatten die Leute mehr Respekt untereinander. Für Enrique Cohen ist der Schluss, den er daraus zieht, klar. Dass die Firmen abhauen, die sollen abhauen. Diese Haltung teilen viele Wayu und protestieren. Mitte letzten Jahres zog sich der italienische Energieriese Enel wegen anhaltender Straßenblockaden aus einem der größten Windparkprojekte zurück. Im Namen der Energiewende werden in Kolumbien allerdings nicht nur Wind- und Solaranlagen gebaut, es soll auch landesweit der Abbau von kritischen Rohstoffen gefördert werden. Und auch dort kommt es zu Konflikten rund um die kolumbianische Energiewende. Zum Beispiel in der Region Putumayo, weit im Südwesten Kolumbiens, etwa 40 Busstunden von La Guajira entfernt. Im Putumayo treffen sich die Ausläufer der Anden und der Amazonas-Regenwald. Die Regionalhauptstadt Mocoa hat gerade einmal rund 50.000 Einwohner, einen kleinen zentralen Platz mit Kirche und einige hügelige Straßen, von denen der Blick über die Häuserdächer auf den nebeligen Wald fällt, der direkt hinter der Stadt beginnt. Es ist heiß, über 30 Grad und den halben Tag regnet es, oder besser gesagt, es schüttet. Überall gibt es Wasser, mehrere Flüsse kreuzen Mocoa, einer davon trägt den Namen der Stadt, Rio Mocoa. Alba Mama, Alba Mama. Das ist die Stimme von Zoraida Chindoy. Sie trägt mehrere bunte Perlenketten um den Hals und um die Armgelenke sowie ein buntes Stoffband um die Hüfte ihres schwarzen Gewands. Das Lied ist auf Inga und heißt »Große Mutter Erde, wir Frauen sollen stark sein und aufstehen«. Zoraida gehört der indigenen Gemeinschaft der Inga an. Gemeinsam mit ihrer Tochter Paulina wartet sie durch den Rio Mocoa. Unsere indigenen Gemeinschaften lebten hier, fischten hier, reinigten und heilten sich hier. Sie bekamen sogar ihre Kinder hier. Siehst du die majestätischen Steine dort? Dort haben unsere indigenen Mütter ihre Kinder bekommen. Das ist die Energie, die uns dieser Fluss überträgt. Das kolumbianische Amazonasgebiet gilt im Gegensatz zum brasilianischen als recht gut erhalten. Doch seit einigen Jahren nimmt auch hier die Abholzung zu. Hier soll nun eine der größten Kupferminen Lateinamerikas entstehen, zumindest nach dem Willen des kanadischen Bergbaukonzerns Libero Copper. Dann wäre der Fluss, den uns Zoraida Chindoy zeigt, betroffen und auch das indigene Reservat Condagua, in dem sie lebt.
Hinter Libero Copper steht ein Eigentümer mit guten Verbindungen zum aserbaidschanischen Diktator Aliyev und eine einflussreiche Familie aus den USA. Tiana Alvarez, Sprecherin von Libero Copper, argumentiert, dass die Kupfermine im Amazonasgebiet für die Energiewende notwendig ist. Unser Projekt befindet sich aktuell unter den landesweit 5, denen die Bergbauplanungsbehörde die größte Priorität gibt. Und zwar wegen der Energiewende. Kupfer ist einer der wichtigsten Rohstoffe für die Energiewende. Ob Elektroauto, Solarmodul oder Windkraftanlage, nichts davon kommt ohne Kupfer aus. Schätzungen gehen davon aus, dass sich die globale Nachfrage innerhalb der nächsten 10 Jahre verfünffachen könnte und der Kupferpreis enorm ansteigt. Doch rechtfertigt das den massiven Eingriff in die Natur? Das Gebiet, auf dem die Kupfermine geplant ist, überschneidet sich mit einem Waldschutzgebiet. Hier entspringen 3 der größten Flüsse Kolumbiens. Einer davon, der Rio Caquetá, fließt schließlich in den Amazonas. Beim Kupferbergbau wiederum werden Giftstoffe freigesetzt, die dann in Schlammbecken gelagert werden. Immer wieder kommt es am Rande von Kupferminen weltweit zu massiven Wasser- und Luftverschmutzungen. In Mocoa spüre man schon in der Anfangsphase erste Auswirkungen, sagt Ana Maria Lucero von der lokalen Umweltschutzinitiative Guardianes del Andino Amazonia, den Wächterinnen des Andinen Amazonas. Es gibt jetzt schon soziale und ökologische Auswirkungen. Um ihre Camps errichten zu können, hat die Firma bereits Bäume gefällt und für Probebohrungen auch schon Wasser verschmutzt. Eine weitere Befürchtung ist, dass der Bergbau die Erde weiter destabilisiert. Die Region um Mocoa ist geologisch instabil. 2017 kam es infolge heftiger Regenfälle zu Erdrutschen. Mehr als 1.400 Menschen starben. Obwohl Libero Copper seine Aktivitäten wegen fehlender Lizenzen erst einmal einstellen musste, bröckelt die Allianz gegen die Mine. Aureliano Garetta ist Vizepräsident von OSIP. Das ist so etwas wie der Dachverband der indigenen Völker in der Region. Doch mit der Kupfermine ist dessen Einheit in Gefahr. Die Betreiberfirma Libero Copper sorgt dafür, dass der soziale Zusammenhalt kaputt geht. Es gibt Leute, die waren ihr Leben lang unsere Nachbarn, unsere Freunde. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Aber jetzt, seit die Firma da ist, sehen die uns mit ganz anderen Augen. Die Spaltung funktioniert, weil es auch in unseren Gemeinschaften viele Leute gibt, die nicht gut informiert sind und sich dann auf die Firma einlassen. Obwohl im Putumayo seit Jahrzehnten Öl gefördert und Gold abgebaut wird, ist Mocoa die Stadt mit der zweithöchsten Arbeitslosigkeit in Kolumbien. Der Staat trat hier über Jahrzehnte fast nur militärisch im Krieg gegen die FARC-Guerilla in Erscheinung. Öffentliche Investitionen blieben auf der Strecke. Libero Copper hingegen bietet zumindest für eine gewisse Zeit rund 500 vergleichsweise gut bezahlte Arbeitsplätze. Im Viertel Pueblo Viejo, das an die geplante Mine angrenzen würde, ist die Mehrheit der Leute auf der Seite der Bergbaufirma. Juan Carlos Herrera ist Präsident des Kommunalrats von Pueblo Viejo. Ich glaube, das Projekt bringt unserem Viertel Entwicklung. Zum Beispiel hatten wir ein kaputtes, nicht mehr funktionierendes Gesundheitszentrum und die Firma hat es instand gesetzt. Die Firma macht nun die Dinge, um die sich der Staat nicht kümmert, meint Herrera. Die Politiker versprechen im Wahlkampf immer viel. Wir bauen euch die Sporthalle, asphaltieren eure Straße. Und nach der Wahl vergessen sie die Leute. Also für mich gilt, wenn hier eine Firma wie Libero Copper kommt und in soziale Dinge in unserem Viertel investiert, dann steht ihnen die Tür offen. Der Rio Mocoa, an den uns Zoraida Chindoy geführt hat, verläuft nur wenige Meter hinter dem Haus des Kommunalrats von Pueblo Viejo. Für Zoraida Chindoy sollte die Hoffnung auf Investitionen in die Gemeinde kein Argument für den Bau der Mine sein. Die Welt ist verrückt. Wir werden das nicht erlauben. Mein Gott, nicht noch mehr Zerstörung. Die finale Entscheidung über die Mine in Mocoa liegt nun bei der kolumbianischen Regierung. Doch es gibt erste Anzeichen, dass der Kupferabbau kommen wird. Im August erklärte ein Gericht den Gemeindebeschluss, der bisher den Bergbau verhinderte, für ungültig.
Andres Kansimanse war Teil des Aktivistenbündnisses gegen die Mine. Jetzt ist er Abgeordneter der Regierungspartei von Gustavo Petro im nationalen Parlament. Beim Gespräch in einem Café in Bogotá blickt er skeptisch auf die eigene Regierung. Die Lobby und der Druck für die Mine sind so groß, dass es manchmal so wirkt, als ob die Regierung die Mine genehmigen wird. Diese Unsicherheit gilt sogar für uns Regierungsabgeordnete. Wir haben mehrmals die Ministerien angefragt, aber nie eine eindeutige Antwort erhalten. Wenn die Regierung am Ende die Mine genehmigt, würde sich der Abgeordnete aus dem Putumayo dann gegen seine eigene Regierung wenden? Ja klar, unsere Mission ist es, die Umwelt vor Zerstörung zu schützen, auch wenn die von unserer eigenen Regierung ausgeht. Aber das wäre eine riesige Enttäuschung. Und wir würden uns klar gegen die Regierung positionieren. Der Energieminister Kolumbiens, Andrés Camacho, stellt sich im Interview den Fragen zum möglichen Kupferabbau in Mocoa. Das Problem sei von der Vorgängerregierung geerbt. In der Vergangenheit sind viele Bergbauaufträge vergeben worden, die uns jede Menge soziale und Umweltkonflikte beschert haben. Wir werden jetzt genau prüfen, wo Minen eröffnet werden können und wo nicht. Ob die Kupfermine in Mocoa in einer dieser Verbotszonen liegt, lässt er aber offen. Auf die Nachfrage, ob der Kupferabbau nicht ein Widerspruch zum Versprechen der Regierung sei, dem Schutz des Amazonasgebiets höchste Priorität einzuräumen, antwortet der Minister. Natürlich, und das sollten wir bei unserer Analyse mit einbeziehen. Die Wählerschaft der aktuellen Regierung bilden vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten, oft Afro-Kolumbianer oder Indigene. Beim Thema Energiewende droht der Regierung nun, dass sie in den Konflikten wie im Putumayo oder in der Guajira einen Teil dieser Anhängerinnen und Anhänger verliert. Der Energieminister verweist auf die Anstrengungen seiner Regierung. Diese Regierung macht in La Guajira die größten Investitionen in der Geschichte. In die Wasserversorgung, in die Kanalisation, in die Lebensmittel- und Energieversorgung. Mit der Energiewende und der Wasserstoffproduktion könnten außerdem historische Ungerechtigkeiten beseitigt werden, so der Minister. Wir wollen die Fehler unseres bisherigen Entwicklungsmodells nicht wiederholen. Wir wollen nun ein Wirtschaftsmodell, in dem wir hier nicht nur die Rohstoffe abbauen, sondern auch die industrielle Weiterverarbeitung im Land haben. Das ist unser Ansatz, damit Lateinamerika bei der Energiewende nicht wieder dieselbe Rolle einnimmt, reiner Rohstofflieferant zu sein. Doch wird Kolumbien wirklich eigene Elektrolyseure herstellen oder weiter die Technik aus Europa einkaufen? Rosario Rojas ist Leiterin des Zentrums zur Beobachtung von Umweltkonflikten an der Nationaluniversität Kolumbiens. Ihre Befürchtung, jene, die die Klimakrise mitverursacht haben, werden nun auch am meisten von der Energiewende profitieren. Der Motor dieser Energiewende sind die gleichen extraktivistischen Firmen, die jetzt eine neue Marktlücke suchen und Druck ausüben, um hier neue Ressourcen zu erschließen. Mit extraktivistischen Firmen meint Rosario Rojas multinationale Konzerne, die in Kolumbien billig Rohstoffe abbauen, um diese zu exportieren. Dabei wird die kolumbianische Bevölkerung kaum an den Gewinnen beteiligt und muss gleichzeitig die Folgen der Umweltverschmutzung tragen. Viele der Firmen, die jetzt in den Wasserstoff investieren, haben vorher Geschäfte mit fossilen Energien gemacht. Einfach nur die Technik zu verändern, weg von den fossilen, aber beim gleichen Entwicklungs- und Konsummodell zu bleiben, wird uns wieder in eine Krise bringen. Also ist die Energiewende notwendig? Ja, aber sie sollte auch mit einer tiefgreifenden kulturellen Veränderung einhergehen. Denkbar wären zum Beispiel Energieprojekte in Gemeinden sowie öffentliche Unternehmen, die die Industrialisierung von Wasserstoff in Kolumbien vorantreiben. Doch das erfordert immense Investitionen und Kolumbiens Staatskassen sind leer. Der Staat ist auf schnelle Exporteinnahmen angewiesen, um die hohe Auslandsverschuldung zu bedienen. Ein weiterer Grund, warum auch die aktuelle Regierung Kolumbiens trotz aller Willensbekundungen an einer Änderung des Systems scheitern könnte und die Energiewende in Kolumbien zum Konfliktthema geworden ist. Sie hörten einen Bericht von Fabian Krieger, präsentiert von Monika Feldner-Zimmermann.
Für heute sagt Elisa Wasch Danke fürs Zuhören.